Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist die Dori. Hallöchen. Hallöchen. Die Dori sitzt jetzt fleißig immer noch am Sonnenblumen ernten, ne? Ernten. Sonnenblumen ernten. Mit ganz viel Sonnenblumenbrötchen, ne? So. Und wir sehen hier fleißig Raps an. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geschafft habe. Ein Drittel könnte ich schon geschafft haben von unserem Feld. Das ist wirklich nicht viel Saat. Es ist wirklich nicht viel Saatgut rausgegangen. Also 800 und 60 habe ich doch von 1000. Reicht das dann? Das reicht vollkommen aus, jetzt einmal auf Motor. Ja, ja. Gut, was war noch? Achso, wir haben gerade in der Pause, wir haben gerade eine kurze Aufnahmepause gemacht, zwischendurch. Dann haben wir gerade einen Tee gekocht. So, ich habe jetzt nämlich auch einen Tee hier. Bock drauf gehabt. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich dich ja nicht fragen wollte, ob du noch die NFL verfolgst. Also, für mich wird es ja immer erst gegen Ende spannend, ne? Ist ja jetzt kurz vor Ende, ne? Ja, ja. Die Vikings Division Sieger können es nicht mehr werden, das sind die Bears geworden an ihrer Division. Das finde ich auch nicht okay. Echt nicht? Wieso nicht? Vikings. Okay. Ja, weil mir ist nämlich beim Teekochen aufgefallen, dass ich mir ja auf Arbeit ein bisschen Steelers Merch zugelegt habe. Mitunter halt eben eine Steelers Mug, also eine Tasse. Mhm. Ja. Ja, nee, go Vikings. Ja, kann man ja machen. Und die Steelers haben es dieses Jahr ja auch. Also die Ravens sind da ordentlich auf den Fersen. Also die Steelers stehen, glaube ich, 8-4-1. Und die. Oder nee, 8-5-1. Und die Ravens stehen 8-6. Also, wenn die Steelers quasi ein Spiel verlieren und die Ravens gewinnen, dann sind sie ihren Division-Titel auch los. Und ich glaube, über die Wildcard kommen sie dann auch nicht rein, über den besten Zweiten. Weil da gibt es ein paar bessere, die besseren Winning-Record haben. Hm. Wäre natürlich, das wäre natürlich schade, wenn es die Steelers nicht in die Playoffs schaffen würden, ne? Huch! Das hätte ja fast geklappt mit dem Zug. Hast du ihn fast gerammt? Oder ja, er dich? Ja, mich. Ich bin nur gerade am Wenden gewesen und die Seemaschine war jetzt ziemlich dicht dran am Zug, muss ich sagen. Da fliegt das hätte man auch immer so können. Schön. Nee, wir wollen ja nicht fliegen. Was ist denn das? Das macht man doch nicht sowas. Aber es sieht witzig aus. Ja. Geht ja hier nicht drum, witzig zu sein, oder? Geht das doch, hier drum, witzig doch, natürlich. Ach so. Was bleibt denn jetzt? Ah. Wer vom Teufel spricht. Was denn? Nach meiner Mutter. Hat sie dir geschrieben oder ruft sie an? Nee, geschrieben. Aber es ist, also ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage. Sie guckt ja ab und zu durchaus auch in die Videos rein, ne? Oh. Ja, ja. Okay. Hat sie schon gefragt, weil ich jetzt gesagt habe, dass ich mit dir zusammen aufnehme? Oh, wann kommen denn die Videos? Ja. Ja, Grüße gehen raus, falls sie es guckt. Ja, ne? Grüße gehen raus. Ja, sie hat mir auch schon, also ich weiß ich gar nicht, das kann ich dir ja mal weiterleiten. Hat mir ganz stolz auch schon die Weihnachtsdeko wieder gepostet. Ah. Liegt als Video und so. Ja, ja. Ich glaube, das werde ich. Ich werde ja nochmal fragen, ob sie da nochmal einen 30-sekündigen Clip draus macht. Oder noch ein bisschen länger das mal macht. Dann werde ich das, glaube ich, in meinem Weihnachtsgrußvideo oder so verwenden. Wenn ich eins fertig kriege. Nicht das im Hintergrund laufen lassen, ne? Ihr Weihnachtszeugs. Hat sie sich auch wieder Mühe gegeben, ne? Das ist ja natürlich. Ich will ja immer noch ein paar Adventskerzen programmieren für draußen. Mit so LED-Stripes. Okay. Die denn dann draußen schön wunderbar anhaben kann. So ein bisschen aussieht wie flackerndes Licht. Mhm. Also, dass die Flamme so ein bisschen zittert einfach. Ja, warum nicht, ne? Ja. Ja, hübsch. Ja, ja. Vielleicht kann man damit dann auch in Serie gehen oder so. Produziere ich das dann nachher? Dann wirst du reich. Jetzt sowas abgefahren. Meinst du?
Ja, in Ist meinem nie zu Alter noch nicht mehr, spät. oder? Ist nie Ja, zu klar. spät. Was hätte ich mit was ich, wo ich so jung war wie du jetzt bist? So Oder noch zehn jung wie Jahre jünger. ich. Ja, was denn? Du bist 7 Jahre jünger als ich. Und? Dass Naja. ich jung bin. Aus meiner Sicht schon. Bleibe ich ja ewig jung. Ja, natürlich. Na super. Sagt das dein Herz allerliebster nicht zu dir? Nee. Also. Nee. Der ist so alt wie ich, oder nicht? Nee, der ist 10 Jahre älter. Er ist noch älter. Was hast du nur vor? Willst du mit seinem, wenn er denn mal weg ist, dann willst du mit seinem, dem Erbe mal richtig noch Ja, richtig. Richtig auf Kacke Party hauen. machen, ne? So Ja. richtig auf die Kacke hauen. Alles klar, okay. Also er geht dann hier dann früher. Das ist wie mich überfahren und dann hier alles um sich reißen. Alles Richtig. klar. Du Ja, hast es gut. erkannt. Da ist Methode dahinter. Hat er das schon erkannt? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Muss ich ihm da vielleicht mal einen dezenten Hinweis geben? Vielleicht. Hm? Aber es wäre doof. Wieso? Gib meinen Plan ja nicht auf. Ach so. Ja, nun. Und dann musst du mich wohl partizipieren lassen da dran. Das hättest du wohl gerne, wa? Anstrengungsloser Wohlstand? Ja, gerne. Da bin ich für zu haben. Nee, ich teile nicht. Aber bist du doch gar kein Einzelkind. Ja und? Ja, man sagt doch mal, Einzelkinder können nicht teilen. Nee, ich teile nicht mehr. Okay. Musste früher so viel teilen, jetzt nicht mehr. So, ja, das ist auch eine Theorie, die ich habe, weil ich teile ja, ich bin ja Einzelkind. Ich teile eigentlich recht gerne, also wird das auch nicht. Weil wenn ich Alles anderen damit eine. meins. Wenn ich anderen. Upsala, jetzt bin ich in der gleichen Spur wie vorher, da wollte ich noch gar nicht hin. Ein Stückchen nicht gesät. Wenn ich ein Stückchen verpasst hatte, warte mal, da muss ich mal ganz schnell Machst du da hinfahren hier. Schmu? Ja, hier habe ich ein Stückchen übersehen. Das ist Guck nicht mal gut. an. So, muss ich hier nochmal drüber fahren. Das geht ja so nun nicht. Das können wir so nicht zulassen hier. Oh, ist gut. Schön, fein säuberlich jetzt die nächste Bahn ansetzen. Ich mach das jetzt mal, also ich versuche jetzt das ganze Feld anzusehen, ohne die Außenansicht zu benutzen. Irgendwie alles aus der Innenansicht zu schaffen. Na dann, mach's bloß ordentlich. Ah, jetzt habe ich die Seemaschine ausgeschaltet. Haben. Wollte natürlich gestern in meinem weihnachtlichen oder vorweihnachtlichen. Ich bin schon ein bisschen weihnachtlich eingestellt, muss ich sagen. Also ich habe schon gute Weihnachtsstimmung. Wollte schöne Bescherung gucken, ne? Von hier mit Chevy Chase hier das. Kennst du das? Ja. Das wollte ich unbedingt gucken, aber ich habe keinen Streamingdienst gefunden, wo es das gibt. Das ist ja frech. Ja. Keinen, bei dem ich Kunde bin, sagen wir mal so. Maxdome habe ich jetzt nicht geguckt, da bin ich nicht Kunde. Hier, die schrillen Vieh auf Achse Kunst zu gucken, naja, gut. Naja. Dann habe ich mich denn umentschieden und habe dann was anderes geguckt. Und was hast du Also. geguckt? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ah. Oh. Ja. Den muss ich mir auch noch reinziehen. Ja, das kannst du bei Netflix, kannst du bei Amazon Prime, es gibt's überall. Was? Ich hab den ja auch DVD. Ah. Thema hatten wir schon mal. Ja. Schöne Weihnachtsfilme. Ich weiß nicht. Aber drei Haselnüsse gehört irgendwie dazu. Nur wollte ich gucken, drei Weihnachten bei Hoppenstedt. Ja, das wäre auch noch was Schönes. Das kannte zum Beispiel Thompson gar nicht. Oder hat sich da ein bisschen. Hey, was? Wie? Chaos kannte das auch nicht. Du kennst das, oder? Weihnachten bei Hoppenstedt von Loriot? Ja, doch, das kenne ich. Mit dem Atomkraftwerk. Und das hat Puff gemacht. Früher war mehr Lametta. Mhm.
Und dann ist natürlich auch Familie Heinz Becker, Ja. Akupunktur gegen Weihnachtsstress. Das muss man sich auch Ja, angucken. das stimmt. Das ist auch immer sehr witzig. Weiß gar nicht, haben sie eigentlich bei Neues aus Blittenwerda, haben sie da eigentlich so eine richtige Weihnachtsfolge? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Doch, haben sie auch, genau, das ist das mit dem, wo sie das nachspielen hier. Mit den Kindkriegen, wo Archer denn denkt, er ist eine Frau, weil sie so ihm Kissen unterstecken und so. Nimmt seine Rolle ein bisschen sehr ernst und sowas. Ach, ja. Gibt schon so einige Rituale zu Weihnachten, ne? Ja. Wenn da immer einhält. So, jetzt habe ich erstmal schon mal gleich alles, wo schon Unkraut drauf gewachsen war, besät. Müsste ich jetzt 50% müsste ich geschafft haben hier. Sehr gut. Und habe gerade mal 21% Saatgut verbraucht. Wenig. Beim Weizen immer noch mehr raus. Bin ich Gut, ja na, mal dann haben wir das. gespannt, was da rauskommt am Ende. Oh, hab's hoffentlich. Ja, das auf jeden Fall. Die Menge ist entscheidend. Ja, immer so gute 20.000, 10 bis 20.000 Dollar damit machen, ist so gut. Das ist doch keine schlechte Ernte. Na gut, man muss sehen, wie viel wir eingebracht haben. Düngemittel für 2000 bestimmt. Akku für ein paar hundert. Spritze auch nochmal für ein Tausende. Ne? So 3000 hat das jetzt hier schon gekostet, ungefähr das Feld so weit zu kriegen. Ja, nichts ist umsonst, ne? Nee. Stimmt wohl. Teebeutel aus dem Tee rausholen, ne? Ja, das wäre hilfreich. Was gibt's denn für einen Tee? Waldmeister oder was? Ja, Waldmeister. Übrigens von Milford ist der. Ah. Ich habe extra nachgeguckt und wollte es mir unbedingt auch merken und dir unbedingt auch sagen. Weiß nicht warum, aber. Ja, wenn es dir hilft. Ja, einfach der Informationspflicht halt Ah, ich nachkommen, ne? verstehe. Naja, ich habe ihm vorher davon erzählt und habe gesagt, die Firmennamen kenne ich nicht. Wollte ich mir den extra merken, damit ich den dann sagen kann. Manchmal möchte ich ja auch Informationen über Mitteln. Nicht? Und vielleicht kriegst du ja auch mal ein Testchen davon. Möglich, wenn ich Möglich es ist nicht alles. vergesse. Ah. Waren sie wieder meine drei Probleme? Hätte ich jetzt fast gesagt. Nicht, was das für ein Lied im Hintergrund ist, aber es ist auch so ein bisschen Kling-Klong, so. Könnte auch weihnachtlich sein. Oder Gott. Kribbelt die Nase. Die kribbelt die Nase. Hm. Dann bekommst du heute noch eine drauf. Was? Von wem? Weiß ich nicht, von deinem Kater vielleicht. Ja, das ist möglich. Auch heute war der. Heute war ein fremder Mann in der Wohnung. Oha. Oh. Ja. Überprüfung der Feuermelder, ne? War heute angesetzt. Der war vorhin da. Da ist der Kater schon wieder. Schon wieder blanker Horror für ihn. Da war er weg. Fremder. Naja. Hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis er sich rausgetraut hat, wieder aus seinem Versteck. Der Typ, der war, weiß nicht, keine 5 Minuten hier in der Wohnung. Ist einmal durchgegangen, hat alle einmal kurz angestupst, ob die noch piepen, und war damit zufrieden. Naja, läuft ja immer so. Oh. Ich dachte jetzt, die nehmen die richtig auseinander und bauen nur einfach eine neue Batterie rein oder so, damit sie sicher sind, dass sie die nächsten 5 Jahre auch piepen. Aber nö. Er wird einfach bloß von unten einmal gegengestupst. Ach, der piept noch, der wird er wohl noch 5 Jahre halten. Naja, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Oh. Also den, der neben der Küchentür ist, den habe ich auch schon 3 oder 4 Mal ausgelöst. Hat er gesagt, oh ja, den müssen wir ein bisschen wegmachen wie von der Küchentür. Naja, gut, aber die Küche soll nicht überwacht werden, falls da mal was passiert. Also, wir haben. Schwierig. Schwierig. Dann, also in der Küche direkt würde der andauernd losgehen, hat er gesagt. Und naja. Also den habe ich 3 oder 4 Mal den ausgelöst gekriegt. Und dabei ist nichts angebrannt. Also es war wirklich nur so Kochdampf, Wasserdampf. Naja. Also Kohle habe ich hier jetzt noch keine produziert. Denn damals in meiner ersten Wohnung, wo ich. In meiner zweiten Wohnung, wo ich gewohnt habe, da habe ich es durchaus mal geschafft, durchaus auch Essen verkohlen zu lassen. Das war so, na sagen wir mal, ich glaube, ich habe WoW gespielt damals.
getrunkene Pizza in den Ofen schmeißen und dann vergessen. Nee, Bockwurst im Topf. Bockwurst im Topf? Die kann verkohlen? Ja. Im Wasser? Ne, das Wasser ist ja irgendwann weg. Ich verstehe. Kocht sich das Wasser ja raus. Das hast du aber lange gekocht. Ja, wenn du das lange kochen lässt, dann ist das Wasser irgendwann raus. Und ich saß dann am Rechner und war um TS mit damals mit den WoW-Spielern halt. Und naja. Und ich bemerkte dann einmal so ganz merklich, also irgendwie riecht's ja das hier komisch. Ich muss mal gucken. Als ich dann um die Ecke kam, da hatte ich ja noch so eine offene Wohnung. Die Küche war ja quasi halb im Wohnzimmer mit drin, ne? Mhm. War nicht so an sich nicht schlecht. Aber naja, gut. Als ich um die Ecke kam und die Rauchschwaden da aufstiegen, dann dachte ich mir so, oh, musste ich mich mal ganz kurz AFK melden und musste dann erstmal kurz überprüfen, ob da jetzt ein schlimmerer Brand entstanden ist oder ob nur der Topf brennt. Das, was im Topf drin ist. Alle Achtung, ey. Ja, ja. Das muss man hinkriegen. Das hätte durchaus einen Feuerwehreinsatz gerechtfertigt, muss ich sagen. Mhm. Die Rauchentwicklung, die da entstanden ist. Naja, also, das. Naja. Also, hier habe ich es nur mal geschafft, dass ich wirklich. Also, angebrannt waren sie noch nicht, aber das Wasser war schon gut zur Hälfte rausgekocht. Nee, also, sowas habe ich noch nicht geschafft. Ja, nee, das ist, wenn du zockst und kochst gleichzeitig, das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Nein, das sollte man nicht tun. Da passieren nur unnötige Dinge. Und hast du schon wieder einen LKW weggefahren? Nee, aber ich bin jetzt dabei, den hinteren Teil des LKWs voll zu machen. Oh ja. Kann der auch bald wieder weg. Nö. Ich muss zugeben, ich habe ja in der Pause ganz kurz bin ich mal reingesprungen in den LKW. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus, ne? Das stimmt. So. Ja, wie gesagt, also dann lenkt mich das Zocken zu sehr ab und dann passiert sowas. Ein bisschen was Karbonisiertes halt. Nee, also ich kenne halt nur irgendwie von Geschichten so, weiß ich nicht, Pizza im Ofen vergessen, ein bisschen schwarz ist, ne, komplett verbrannt, nur so ein Kohlestück. Aber dass man es schafft, die Bockwürste anbrennen zu lassen, weil das Wasser verdampft ist mittlerweile, das habe ich noch nicht gehört. Ja. Und du selber schon mal so richtig was karbonisiert? Also nö. Auch keine Pizza oder so? Nee. Zum Essen viel zu schade drum. Aha, so. Na gut, also du bist denn so eher eine, die dann die letzten 5 Minuten, bevor die Pizza fertig ist, schon vom Ofen sitzt mit Messer und Gabel, ja? Na, so schlimm nicht. Na? Ich weiß ja, wie lange sie drinnen bleiben muss, dementsprechend. So. Ja gut, warum nicht? Und wie lange muss eine gute Pizza drinnen bleiben? Ist ja unterschiedlich, was du für eine Pizza hast, ne? Machst du denn viel Selbstpizza oder RTK-Pizza? RTK-Pizza. Ja. Ja, wir haben da jetzt eine tolle gefunden, die echt lecker ist. Obwohl es eine Tiefkühlpizza ist. Ah, Marke, Name, Art? Hier von Dr. Oetker, die heißt La Mia Grande, glaube ich. Ah. Die ist echt lecker. Mia Grande, was ist da alles drauf? Gibt verschiedene Sorten, also die Marke heißt halt so. Achso. Gibt dann halt Margarita oder Salami, oder hast du nicht gesehen. Und die ist halt auch ein bisschen größer als die normalen Pizzen. Ah ja. Aber die schmeckt halt auch deutlich besser. Okay. Also für eine Tiefkühlpizza ist die echt lecker. Ja, ich esse ja immer ganz gerne meinen Thunfisch, also entweder die von Dr. Oetker oder die von Wagner hier. Die Ofenfrische? Genau. Mhm. Obwohl ich ja dazu übergegangen bin, weil aus gewichtstechnischen Gründen, ne? Muss man ja sagen, man wird ja nicht dünner. Habe ich auf diese Ofenbrote hier, wie heißen die?
Muss die Pani umgestellt, weil das ist dann deutlich weniger zu essen. Kostet immer genauso viel, aber es ist weniger zu essen und weniger Kalorien. Die noch nie gegessen. Ich esse ja nur die normalen Dr. Oetker Baguettes. Rustipani kennst du gar nicht? Nee. Schmecken die denn? Ja. Sag mal so, für Mittag auf Arbeit ist das, was das geht, ne? Das ist dann halt den. Es macht satt und ist nicht eklig. Okay. Ich das mal so. Aber der Knaller ist es scheinbar auch nicht. Ah, oh, das ist jetzt nicht was, was ich jetzt jeden Tag essen könnte. Also da würde mir dann das irgendwann auch aus den Ohren rauskommen. Aber wie gesagt, es macht satt und ist nicht eklig. Das ist wie dieses Schlemmerfilet oder so. Das ist alles sowas. Ne? Das kannst du schnell auf Arbeit halt machen, da im Ofen, und dann ist gut. Mhm. Gut, aber wir müssen jetzt die Folge beenden, nicht? Ach Gott, Tatsache. Ja, ist schon wieder soweit. Dann war das eine Folge LS19 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war die Dori, oder ist die Dori, nicht wahr? Ja. Und ja, wir haben fleißig angesehen in der Folge. Die Dori hat fleißig geerntet in der Folge. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Falls ihr Hunger gekriegt habt in dieser Folge, dafür können wir nichts. Guten Appetit. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.